Alter, ist das heiß heute. Aber das Review für das zweite Kapitel des Atlantis DLCs, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Und bevor ich es vergesse, wir sehen uns um 18 Uhr am 4.6. Bedeutet morgen um 18 Uhr Livestream zum DLC. Wir werden es gemeinsam komplett durchzocken. Bis 0 Uhr, 1 Uhr ungefähr werden wir dann unterwegs sein. Ich würde mich richtig freuen, euch auf twitch.tv/fragnat oder hier auf YouTube zu treffen. Schaut da unbedingt nochmal auf Twitch vorbei, denn da werden die E3 Livestreams exklusiv sein. Wird bestimmt gigantisch. Wäre richtig geil, euch dann da zu sehen. Ich hoffe, euch geht es allen gut, denn heute war ein richtig krasses Gewitter hier unterwegs. Ich hoffe, ihr habt das alle gut überstanden. Teilt mir mal gerne mit, wenn es euch nicht gut ergangen ist, wenn ihr voll nass gemacht wurdet. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Ich war zum Glück zu Hause, als es angefangen hat. Worum geht's denn heute? Natürlich über das Atlantis DLC Kapitel 2. Endlich ist das Embargo gefallen. Endlich darf ich euch was dazu erzählen. Ich habe nämlich einen Besuch bei Ubisoft gehabt und das war wirklich legendär. Wer also nochmal rausfinden möchte, wie mein Besuch bei Ubisoft war, Link zu diesem Video findet ihr in der Infobox und natürlich auch im Abspann dieses Videos hier. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaltet. Und vielen, vielen Dank nochmal an Ubisoft. Es war wirklich ein genialer Besuch. Einfach nur unglaublich krass. Ich durfte das Spiel schon vor einiger Zeit antesten bzw. komplett durchspielen und deswegen mache ich jetzt schon ein Review, bevor es draußen ist. Strukturiert habe ich das Ganze hier in 10 Kategorien. Erstens Spielwelt, zweitens die neue Story, drittens neues Gear, viertens neue Skills, fünftens neue und alte wiederkehrende Mechaniken, sechstens neue Bosse, siebtens neue Charaktere, achtens Schwierigkeitsgrad, neuntens Performance und zehntens Fazit plus Punktzahl, also quasi eine Prozentpunktzahl, wie gut ich das finde. Ganz am Ende kommen dann nochmal Spoiler. Bis zu diesem Punkt ist das alles hier ausdrücklich spoilerfrei. Ihr werdet vielleicht mal wissen, wie ein neues Set aussieht oder was ein neuer Skill kann, aber ich werde euch nicht irgendwelche Inhalte spoilern, die zur Story gehören. Ganz am Ende werde ich dann etwas spoilern. Für all die Leute, die dann abschalten wollen, die können dann abschalten. Ich werde es vorher natürlich groß mit dem Hinweis Spoiler versehen und einem Warnton. Fangen wir an mit der Spielwelt. Die ist klein, aber fein. Irgendwie ziemlich dystopisch, denn wir sind in Hades Unterwelt. Das Ganze hat sich ja schon abgezeichnet und war uns auch irgendwo klar. Aber jetzt ist es offiziell, wir werden Hades einen Besuch abstatten, beziehungsweise ich habe das schon. Und es sieht wirklich krass aus. Es gibt verschiedene Gebiete innerhalb dieser dystopischen Unterwelt. Zum Beispiel so giftige Teiche, einen Fluss, wo so Steinstacheln rausragen. Ein bisschen anders dystopische Gegenden. In manchen fliegen irgendwelche Aschepartikel und Funken rum. Also das ist schon sehr, sehr gut gestaltet. Im Kontrast zum ersten DLC vor allem, beziehungsweise zum ersten Kapitel. Denn das erste Kapitel war ja Elysium, super traumhaft alles und jetzt alles total dystopisch. Es ist halt Utopie versus Dystopie, wobei die Utopie in Kapitel 1 eigentlich auch eine Dystopie war. Es geht weiterhin viel hoch und runter, so wie im ersten DLC, beziehungsweise im ersten Kapitel von Atlantis. Auch das haben wir hier wieder. Es ist rundum cool gelungen. Ein Unwohlsein könnte es wirklich in euch auslösen, aber das ist halt eben gewollt und deswegen sehr gut umgesetzt. Zweitens, neue Story. Wir haben keine heftige Geschichte. Es ist eine nette Geschichte, sie ist leicht durchschaubar, hat ein paar coole Twists bzw. ein paar coole Erlebnisse. Bekanntschaften werden wir machen, vielleicht auch mal wen wieder treffen, den wir schon mal gesehen haben. Das ist hier auf jeden Fall mit drin. Weiter zur Story möchte ich jetzt nicht viel sagen, außer dass es eben eine vernünftige Story ist. Der Fokus ist meiner Meinung nach nämlich auf was ganz anderem, nämlich Gear, Skills und den neuen Boss. Kommen wir zum Gear. Super stylisch auf jeden Fall. Es gibt wirklich eine ganze Tonne von Equipment und ich kann euch jetzt hier nicht alles zeigen. Denn zwei Sachen kann ich euch erst am Ende zeigen, weil die spoilern. Die stellen eigentlich schon mal klar, was passieren wird in diesem DLC, deswegen kommen die erst ganz am Ende. Aber ihr seht schon, wir haben sehr, sehr cool designte Sachen, meiner Meinung nach. Vor allem die neue Rüstung gefällt mir. Der Set-Bonus can pass through the Tartaros Veil. Der ist was ganz Besonderes, denn nur so können wir Progress machen hier in diesem DLC. Wir brauchen also erst diese Rüstung, um hier ein bisschen weiterzukommen. Eine sehr interessante Mechanik, hat mich ein paar Stunden gekostet, die erstmal zu erwerben. Wir haben auch Waffen mit neuen Perks, wie zum Beispiel das sich Gift ausbreitet unter Gegnern. Mega krass. Oder eine Waffe, dass unsere Pets Giftangriffe machen. Selbiges für Feuer nochmal. Also super kreativ kann man damit werden, wenn man gerne mit einem verstärkten Tier spielt. Also vielleicht gibt es demnächst irgendwelche Pet-Master-Builds mit einem Tanky-Bären, der dann alle Gegner vergiftet. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wäre mal was anderes, was ganz anderes, so ein Beast-Master-Build. Würde mir wahrscheinlich Spaß machen. Kommen wir zu den neuen Skills. Ich sag mal so. Einer dieser Skills, der hat mich wirklich umgehauen, nämlich Nummer 3. Nummer 1 ist ein neuer Heal bzw. eine neue Immunität, der upgradet unseren Heal. Wir sind 10 Sekunden immun gegen allen Schaden. Ja, immun.
Nicht wie bei Ares Schlachtruf auf Stufe 3 nur unsterblich. Nein, wir sind komplett immun gegen allen Schaden, heilen uns um 5% des verursachten Schadens und kriegen nochmal eine Anfangsheilung. Super cooler Skill, vor allem für Leute, die Glaskanone spielen wie ich, für Leute, die vielleicht auch mit den verfluchten Waffen arbeiten, beziehungsweise mit der Romphaia vom Olymp 100% mehr Schaden, aber nur 30% Leben oder 25%. Zweiter neuer Skill, der neue Verwüsterschuss, und das hat mich echt skeptisch gemacht. Einerseits super lustig, andererseits ist der Verwüsterschuss der effizienteste Schuss vom Jäger. Also Verhältnis von Schaden zu Adrenalin, das stimmt einfach beim Verwüsterschuss. Wenn ihr den aufladet, dann macht er super viel Schaden, bis zu 3 Millionen habe ich schon geschafft und mehr ist definitiv möglich. Was wir jetzt daraus machen, ist was ganz anderes, und zwar eine Falle, eine Trap. Ihr legt den Verwüsterschuss irgendwo hin und ihr könnt es auch mit zum Beispiel Spezialfallen machen. Ihr legt beispielsweise einen Gift-Verwüsterschuss auf den Boden, dann werden die Gegner, die da durchgehen, vergiftet. Das ist also quasi eine Falle, wo die Gegner dann reingehen. Super spannend, damit zu arbeiten, kann echt Spaß machen. Ich würde an der Stelle aber nochmal skeptisch sein und den Verwüsterschuss vielleicht nochmal als normalen Schuss drin lassen, denn das ist immer mein Boss-DPS-Schuss gewesen und der wird jetzt halt zu einem AOE-Skill, während ich AOE-mäßig eher die Schussfolge benutzt habe. Aber der stunt halt auch so ein bisschen und hält auf, also es ist schon echt eine spannende Kiste. Dritter Skill, und der ist einfach nur heftig. Kronos Timeshift. Ihr katapultiert euch in die Luft. Bang, bang, bang. Mäßig. Denn ihr könnt da noch Jägerfähigkeiten nutzen. Ihr könnt noch schießen. Also für mich das Perfekte. 3 Sekunden seid ihr in der Luft. Slow Time ist da. Gegner sind gestunt. Und ihr könnt am Ende, also kurz bevor es vorbei ist, oder direkt am Anfang auch, den Assassinen-Todessprung machen. Nicht den Todessprung, den ihr denkt, sondern eben diesen Ground Slam, den wir machen können, wenn wir irgendwo runterfallen oder runterspringen. Die meisten von euch springen wahrscheinlich. Ich fall dann meistens. Legendärer Skill, gefällt mir auf jeden Fall super. Den werde ich auf jeden Fall nutzen, vor allem weil es auf einem Perk bzw. Skill war, den ich vorher nie benutzt habe. Ist das jetzt einfach ein neuer Go-To? Den hole ich mir auf jeden Fall. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wo es die Skills, wo es die Rüstungen gibt, da werde ich wahrscheinlich dann noch ein eigenes Video zu machen mit den ganzen Locations. Punkt Nummer 5 sind neue und alte Mechaniken. Alte Mechaniken kommen wieder. Conquest Battle is back. In welcher Form, erkläre ich jetzt nicht, aber Conquest Battle is back. Zweitens, das Söldnersystem ist in irgendeiner Form wieder da. Auch da möchte ich jetzt nicht zu viel erläutern, weil es ein Spoiler wäre, aber wir werden uns auf jeden Fall wieder ins Söldnersystem reinfuchsen und da so ein bisschen was machen. Macht auf jeden Fall Spaß, ist sehr belohnt und hier auch wieder die Sache, wir killen Leute und dann finden wir den Hinweis für den nächsten Kill und an einer Stelle könnte es sein, dass ihr nicht weiterkommt und den findet ihr durch eine Quest. Wenn ihr da seid, dass ihr denkt, Alter, wo ist denn dieser Söldner? Ich finde keinen Hinweis, ich komme da nicht hin, dann questet. Ihr werdet es mir danken. Punkt Nummer 3, die Tartaros Rifts. Das ist eine neue interessante Mechanik. Einmal gibt es eben so Rifts, da gehst du quasi rein, du aktivierst diesen Rift und dann kannst du die Gegner um dich rum erst angreifen. Die sind quasi immun, weil die in so einer Art anderem Zustand sind und du begibst dich dann da rein, hast aber weniger Leben als Strafe dafür, dass du da reingehst und die angreifen kannst. Also eine echt spannende Mechanik. Meiner Meinung nach ganz cool umgesetzt. Also haben wir auch nochmal einen neuen Impuls. Finde ich gut. Sehr, sehr gut sogar. Ich hätte nicht mit einer neuen Gegnerart bzw. so einer neuen Mechanik hier gerechnet in einem weiteren Kapitel eines DLCs. Die Tartaros Vales sind dann wieder was ganz anderes. Da kommst du dann nicht rein ohne diese eben vorgenannte Rüstung. Nummer 6 neue Bosse. Auch hier leider spoilerfreie Erläuterung. Es gibt neue spannende Bosse mit coolen Mechaniken. Abwechslungsreich und herausfordernd, vor allem wenn ihr nicht one-shottet. Also ich denke mal, mit meinem Level 99 Bild werde ich hier alles one-shotten, aber mit dem Bild, dem ich bei Ubisoft gespielt habe, also einem ganz quasi unberührten Bild mit Cassandra auf Level, ich weiß nicht, ich glaube ich war 50, 55, am Ende dann vielleicht 60. Das war schon echt knackig, weil mein Schadensoutput halt nicht annähernd so brutal war wie mit meinem richtigen Account. Und so habe ich die Bosse gut kennengelernt, die Mechaniken auch wertgeschätzt. Im Übrigen werdet ihr in diesem ganzen DLC mit Fähigkeitspunkten überhäuft. Freut euch drauf. Nummer 7, neue Charaktere und ganz ehrlich, beziehungsweise vielleicht auch einen alten Charakter, dazu erst nach der Spoilerwarnung was. Nummer 8, zum Schwierigkeitsgrad. Nun, die Schwierigkeit in diesem DLC ist leicht erhöht, würde ich sagen. Es ist etwas knackiger, vor allem die Bosse haben super geile Mechaniken. Freue ich mich drauf, das mit euch gemeinsam im Livestream zu machen. Das wird bestimmt legendär. Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall ein bisschen höher als sonst und das gefällt mir auch ganz gut. Zur Performance. Also ich hatte am Anfang so ein paar Bugs. Ja. Fluffy aka Kerberos sollte jedem ein Begriff sein. Der hat so ein bisschen glitchy sich bewegt, aber ansonsten hat es eigentlich ganz gepasst. Ich würde mal sagen, es ist wie immer. An ein paar Stellen war das vielleicht unausgereicht, weil es einfach so eine Testversion war. 10. Fazit und Punktzahl. Also fassen wir mal kurz zusammen. Das DLC bringt uns auf jeden Fall sehr viele neue Gameplay-Elemente wie Skills, Sets, Items. Das finde ich super. Die neuen Bosse machen Spaß. Die Story ist in Ordnung. Wir haben hier etwa 6 bis 8 Stunden
Gameplay. Also ein bisschen weniger als im ersten Kapitel, aber auch ziemlich viel, so wenn man es mal ehrlich nimmt. Ich meine, zusammen mit dem ersten Kapitel sind wir hier schon bei insgesamt rund 16 Stunden Spielzeit, was halt nur ein DLC ist. Manche verkaufen darf mit einem Vollpreistitel. Also schon echt krass. Manchmal müssen wir natürlich einfach nur lange reiten, irgendwelche Distanzen überbrücken und wo hochklettern, was einfach die Zeit streckt, aber das macht im Endeffekt nichts. Wir kriegen schon viel Content und coole neue Stories auch. Also ich würde mal einfach eine 8,5 vergeben. Man könnte natürlich noch ein bisschen mehr Tiefe schaffen, die Charaktere, die man sieht, ein bisschen besser noch erläutern. Und was halt noch richtig geil wäre, wenn irgendwie die neuen Bosse auf die neuen Skills zugeschnitten wären. Klar, helfen die? Die helfen auf jeden Fall, vor allem bei einem Boss, den ich nicht nennen möchte. Das wäre von meiner Seite noch richtig geil. Kommen wir noch zu den Spoiler-Inhalten, Leute. Also wer jetzt nicht mehr gespoilert werden möchte, den sehe ich dann um 18 Uhr morgen im Livestream. Und alle anderen, die bleiben jetzt dran, die sagen sich, okay, ein Spoiler juckt mich jetzt nicht, dann haue ich jetzt ab sofort Spoiler-Inhalte raus. Wir lernen richtig viele Charaktere kennen. Zum Beispiel den Fährmann. Der Fährmann bringt uns ans andere Ufer oder eben auch nicht. Ist echt ein ganz cool zugeschnittener Typ. Sehr, sehr belanglos und egal. Scheint ihm alles zu sein, was ihn halt irgendwie charakteristisch sehr interessant darstellt. Zweitens, wir treffen den guten alten Brasidas wieder. Und da wird sich noch einiges tun. Das ist auf jeden Fall ein Major Spoiler. Müsst ihr wissen. Aber das letzte bisschen Infos, das haue ich euch jetzt lieber noch nicht raus. Drittens, Phoebe is back. Ja, in der Unterwelt. Auch die Hintergrundgeschichte davon werdet ihr erfahren. Nummer 4, Elpenor ist auch zurück, der gute alte Kultist und diesmal in einer ganz anderen Rolle. Nummer 5, wir treffen alte Helden wieder. Was ich damit meine, sind so Leute wie Achilles oder Agamemnon und die haben auch alle immer das entsprechende Set an, was wir in der griechischen Welt gefunden haben. Das sind quasi griechische Helden und wir bekämpfen die im neuen Söldnersystem. Super cool gemacht, wie ich finde, da vor allem dann eben die Leute in diesen Rüstungen kämpfen zu sehen, in der wir sonst immer selbst gekämpft haben. Die sind auch relativ herausfordernd, vor allem wenn ihr nicht allzu viel OP seid. Nummer 6, Hades und Poseidon, die treffen wir beide in diesem DLC. Poseidon hatte ich ja erst gemutmaßt, dass wir ihn erst im dritten Kapitel treffen. Nein, er ist auch schon hier und er ist irgendwie böser, als man denkt. Nummer 7. Die neuen Items, die ich euch nicht gezeigt habe, das sind der Hades-Helm und die Hades-Waffe. Beide eher, naja, fraglich, ob man die braucht. Wobei Crit-Chance jetzt den Elemental Build-Up, also die Effizienz, steigert, natürlich auch super spannend ist. Hades Executioner heißt die Waffe hier auf Englisch. Ist auf jeden Fall ziemlich stylisch, wie ich finde. Sieht aus wie ein Paddel. Der Helm des Hades, der ist natürlich legendär, ist nicht mehr von dieser Welt. 100% mehr Schaden mit Fackeln. Einfach unglaublich, oder? Nein, ist es natürlich nicht, aber wenn ihr die mit Fackeln in Brand steckt oder so, dann ist es eigentlich ein Joke und ihr könnt damit euer Gear transmoggen, aber das war's dann im Endeffekt auch. Super cool auf jeden Fall designt, wie ich finde. Freue mich, dass wir hier am Ende nochmal diese Belohnung haben, quasi als Trophäe das mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal auf jeden Fall noch abonniert, damit ihr hier regelmäßig irgendwelche Dinge nachverfolgen könnt zu Assassin's Creed, zu upcoming Games. Auf der E3 werden wir dann mehr wissen, was jetzt hier auf diesem Kanal noch laufen wird dieses Jahr. Auf jeden Fall natürlich Ghost Recon Breakpoint. Und ich würde sagen, das war's soweit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragenhans.